Hallo, hier seht ihr das Merida Silex 700 aus dem Modelljahr 2022. Silex ist die Gravel-Reihe bei Merida. 700 ist die Modellnummer. Je höher die Nummer wird, umso besser ist die Ausstattung, die am Rad verbaut ist. Das 700 ist ein mittleres Exemplar von der Ausstattung her, aber viel besser wird es ohne die Silex Plus Modelle nicht mehr in der Silex Normalreihe. Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt mit überlackierten und verschliffenen Schweißnähten an vielen Stellen. Nur hier in dem Bereich sind noch ein paar Schweißnähte unverschliffen zu sehen. Die Gabel ist aus Carbon inklusive Schaft. Das Design ist sehr minimalistisch, schwarz mit etwas Grau hier oben und hier. Ja, kann man meistens nicht viel falsch machen. Schwarz passt zu allen anderen Farben im Kontrast. Sieht ganz gut aus. Der Schriftzug ist nicht hier über das ganze Unterrohr gezogen, sondern nur hier in diesem Bereich steht mal Merida. Das Rad hat eine starkes Looping-Geometrie. Das bedeutet, wie ihr es hier auch seht, das Oberrohr fällt ziemlich stark nach hinten ab. So wie es hier steht, ist es jetzt die Rahmengröße XL, also die größte, die es gibt, für Leute, die deutlich größer sind als ich. Ich denke mal so in etwa. Also ab 1,85 Meter, vielleicht 1,90 Meter kann man diese Räder schon fahren in der Größe XL. Der Rahmen und auch die Gabel bieten gravel-typisch viele Aufnahmen für Flaschenhalter. Im Oberrohr sind allerdings keine Aufnahmen für Taschen oder sonstiges vorgesehen. Dafür bietet die Gabel hier Aufnahmen für Lowrider, Gepäckträger oder Schutzbleche. Das ist auch machbar. Hier gibt es auch eine Aufnahme für Schutzbleche. Hier auch. Ein Gepäckträger ist jetzt nicht von Grund heraus vorgesehen, sondern da bräuchte man Schellen, um die Streben, die hier vom Gepäckträger kommen, noch befestigen zu können. Die Leitungen sind alle durch den Rahmen verlegt, nicht durch den Vorbau und nicht durch den Lenker, also wartungsfreundlich. Unten drunter ist es auch recht wartungsfreundlich. Es hat ein ziemlich großes Loch im Rahmen. Ich hoffe, ihr seht das. Da, wo die ganzen Kabel rauskommen. Es ist jetzt ziemlich einfach, dann mal ein Kabel oder eine Außenhülle zu wechseln. Und es ist nicht so kompliziert, als wenn die Leitungen alle durch den Vorbau und dann hier durch den Rahmen führen würden. Die Schaltung stammt von Shimano. Es ist die GRX verbaut, und zwar die GRX 800. Sowohl als Schaltwerk als auch als Umwerfer. Die STI stammen auch aus der GRX 800er Reihe. Die Kurbel vorne hat eine interessante Übersetzung, wie ich finde, nämlich 48 Zähne als großes Blatt und kleines Blatt 31 Zähne. Also ein Riesensprung zwischen den beiden Kettenblättern. Hinten haben wir eine Kassette von 11 bis 34 Zähnen. Das bedeutet, man hat eine Übersetzung, die größer ist als 1:1 und sicherlich nirgendwo Probleme, irgendeinen Berg hochzukommen. Es sei denn, der Berg ist so steil, dass man dann hinten runterfallen würde, wenn man den hochfahren möchte. Also so, ich denke mal so, ab 30% wird da nichts mehr. Schon natürlich ist es möglich, dass es schon viel früher aufhört, je nach Fitness des Fahrers, der gerade drauf sitzt. Die Anbauteile stammen aus der Merida eigenen Produktion. Die Sattelstütze ist aus Carbon. Vorbau und Lenker sind aus Aluminium, wobei der Lenker Gravelbike typisch etwas nach außen gebogen ist. Also die Teile sind nach außen gebogen. Ihr seht, dadurch sind die Schaltgriffe ziemlich schräg. Ob das jetzt einem persönlich gefällt oder man damit zurechtkommt, erfährt man leider erst, wenn man es mal getestet hat. Aber so viel Unterschied zum geraden Lenker, glaube ich, ist da in diesem Fall nicht. Ich habe da schon extremere gesehen,
wo diese Griffe nicht so standen, sondern fast so. Also das ist hier zahm und wahrscheinlich von jedem zu beherrschen. Der Sattel stammt auch aus der Eigenproduktion von Merida, bietet wieder die Tasche für das Werkzeug. Das Werkzeug ist natürlich auch mitgeliefert. Die Laufräder stammen aus der Eigenproduktion von Merida. Es sind Aluminiumfelgen, Stahlspeichen und Naben von VP, sowohl vorne als auch hinten. Die Reifen stammen vom taiwanesischen Hersteller Maxxis. Das sind die Rumbler in einer Breite von 38 mm. Wie ihr seht, ist da noch ordentlich Platz. Ich denke, 40 bis 45 mm Reifen sind ohne Probleme machbar, zumindest vorn. Hinten sieht es hier ganz gut aus, aber hier an dieser Stelle ist wahrscheinlich bei 40 bis 42 mm Schluss. Mehr geht da nicht. 27,5 Zoll Räder könnte man theoretisch verbauen, allerdings nicht mit breiteren Reifen. Das gibt der Rahmen nicht her. Vorn und hinten sind Steckachsen verbaut, wieder mit dem typischen Merida Imbus, der eben in der hinteren Achse steckt. Man kann ihn natürlich dort rausziehen und in die vordere Achse stecken, je nachdem, wie man das möchte. Man kann ihn auch ganz rausnehmen und irgendwie einen Rucksack oder in die Trikottasche packen, damit man ihn nicht verliert, wenn man da Angst hat, dass er mal weg ist. Die Bremsen vorne und hinten im Flat Mount Design stammen aus der GRX 800er Serie von Shimano. Die Bremsscheiben vorn und hinten sind 160 mm im Durchmesser. So, dann schauen wir mal, was das gute Stück wiegt. In Rahmengröße XL und ohne Pedale mit allen Anbauteilen dran, bis auf das Werkzeug, wiegt es 10,17 Kilo. Das Silex ist ein Gravelbike, wie man es sich vorstellt. Ein paar Kleinigkeiten fehlen vielleicht, und zwar die Aufnahmen für Taschen am Oberrohr. Das wäre jetzt, was fehlt. Ansonsten ist alles, was Gravel ausmacht, dran. Und man kann damit auch viele Sachen im Gravel-Bereich machen. Gravel bedeutet für jeden ja was anderes oder für fast jeden was anderes. Der eine möchte einfach nur 2-3 Stunden Spaß im Gelände haben. Der andere möchte tagelang durch die Gegend fahren und die Wälder und Felder erkunden. Beides könnte man mit diesem Rad hier ohne Probleme durchziehen und damit auch Spaß haben. So wie das Rad hier vor euch steht, kostet es 2.199 Euro. Ich denke, für das Modelljahr 2022 ist der Preis schon angemessen. Natürlich kann man das Rad sicherlich, falls es denn jemals einen Abverkauf geben sollte, bei irgendeinem vielleicht noch ein bisschen günstiger bekommen. Sehe ich aber für das Jahr 2022 noch nicht viele Chancen. Da wird es wohl nie in den Abverkauf kommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein klein wenig bei unserem Partner Raddiscount sparen. Und zwar 20 Euro gibt es da zu sparen. So, das war's zu diesem Rad. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst einfach einen Kommentar. Wir versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Weitere Videos von uns findet ihr hier drüben. Unser Kanal könnt ihr hier abonnieren und hier drüben gibt es die Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olaf.